Hi Leute, Jasper hier und heute gehen wir das dritte Video durch zum Thema Wiederholungszahl. Also wir haben jetzt schon besprochen, wie viele Wiederholungen sollte ich machen, wie viel Zeit sollte mein Muskel eigentlich unter Spannung sein, was hinter den Wiederholungen steht und jetzt schauen wir uns an, wie sollte die einzelne Wiederholung aufgebaut sein, welche Phase in der Wiederholung betone ich wie lange. Das Ganze ist ja angelehnt an mein Buch Training mit Plan, du findest den Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, gibt es das Buch jetzt auch bei Amazon. Viel Spaß beim Lesen, wenn du es noch nicht gelesen hast. Wenn du es schon gelesen hast, gerade wenn du es dir bei Amazon geholt hast, schreib auch gerne eine Rezension zum Inhalt, da würde ich mich drüber freuen. Und lass uns direkt reinspringen in dieses Thema Kadenz. Im Endeffekt haben wir bei einer Wiederholung ja vier Phasen. Also wir haben die Phase, die ich die Bewegung absenke, die sogenannte exzentrische Phase, also immer das Absenken, denn manche Übungen starten mit der exzentrischen Phase und manche Übungen starten mit der konzentrischen Phase, also dem Rausdrücken wir, dem Zusammenkontrahieren des Muskels. Das heißt zum Beispiel beim Bankdrücken fangen wir an mit der absenkenden Bewegung und danach kommt wieder das Rausdrücken. Beim Klimmzug aber zum Beispiel fangen wir mit der konzentrischen an, mit der Bewegung, wo sich die Muskeln kontrahieren und zusammenziehen und erst danach senken wir uns wieder ab. Also zum Beispiel Dips und Klimmzüge werden genau umgekehrt. Beim Dip starten wir mit der absenkenden Phase und danach kontrahiert der Muskel und zieht sich zusammen. Und beim Klimmzug genau andersrum. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, aber wir fangen quasi an mit der exzentrischen Phase, also dem Absenken. Dann haben wir die Phase des Umkehrpunktes. Also wir nehmen mal Bankdrücken als Beispiel. Exzentrische Phase absenken. Dann ist die Frage, wie lange verweile ich unten mit der Langhantel auf der Brust? Dann ist die konzentrische Phase, also das Rausdrücken. Und jetzt ist die Frage, wie lange verweile ich mit der Stange oben, bevor ich wieder in die nächste Wiederholung gehe? Das sind die vier Phasen, die wir uns angucken können. Und das wird oft angegeben in vier Zahlen. Ich kann euch das auch mal mit einblenden, das sind im Endeffekt immer eine Zahl und ein Bindestrich dazwischen. Und wenn diese vier Zahlen angegeben werden, dann immer in genau der Reihenfolge. Also exzentrische Phase, wie lange hält man unten, konzentrische Phase, wie lange bis zur nächsten Wiederholung. Manchmal findest du, wenn irgendwo von der Kadenz geschrieben wird, auch nur drei Zahlen. Mittlerweile nimmt man eigentlich eher vier. Bei drei Zahlen wird immer die letzte Zahl, also die Zeit, bis die nächste Wiederholung gemacht wird, weggelassen. Da geht es nur darum, wie lange absenken, wie lange halten, wie lange rausdrücken. Und manchmal findet man auch ein X in der Zahl, also zum Beispiel ganz einfach gesagt 4-0-X-0. Das würde dann bedeuten, 4 Sekunden langsam absenken, 0 Sekunden unten halten, dann ist das X so schnell wie möglich. Das heißt, explosiv raus, so schnell wie man kann, jetzt haben wir das Thema Beispiel Bankdrücken, und dann wieder 0, also 0 Sekunden bis zur nächsten Wiederholung. Das heißt, X heißt so schnell wie möglich. Wie sollte die Kadenz jetzt aufgebaut sein? Das kommt immer auf die Zielsetzung und die Übung an. Also zum Beispiel bei Grundübungen lohnt es sich, zwischen den Wiederholungen eine kurze Atempause zu lassen. Gerade bei Kniebeugen oder Atemkniebeugen gibt es ja auch, hat sich das sehr, sehr bewährt. Oder auch Pitforce ist im Endeffekt ja was, wo es immer Pausen dazwischen gibt. Also da könnte man sagen, hey, da lohnt es sich, da war ein sehr schweres Gewicht, das ist eine sehr komplexe Technik. Zwischen den Wiederholungen, also hier die letzte Zahl, eben ein bisschen, ein paar Sekunden zum Durchatmen einzuplanen. Wenn ich sage, ich habe eine Isolationsübung, die primär darauf ausgerichtet ist, eben durchgehende Spannung zu haben, viel Stress in der Zelle anzurichten, durch eben Pump und so weiter, dann würde ich eher keine Sekunde bis zur nächsten Wiederholung warten. Genauso kann man sagen, hey, wo habe ich meine Schwachstelle? Bin ich vielleicht instabil in der Kniebeuge ganz unten? Dann könnte es sich ja lohnen zu sagen, hey, sink mal kontrolliert ab und dann halt mal eine Sekunde unten oder zwei, bevor du wieder nach oben kommst. Ja, oder wenn man sich in die Kniebeuge sich reinfallen lässt und dann hinten auch vielleicht der untere Rücken immer rund wird, man plumpst so ein bisschen unten rein und bounced so ein bisschen raus, um diesen Schwung mitzunehmen und merkt, oh, dadurch leidet eigentlich die Technik. Dann geh mal runter, halt unten eine Sekunde auf Spannung und geh dann wieder hoch. In anderen Übungen würde das vielleicht keinen Sinn machen. Für Powerlifter macht es beim Bankdrücken zum Beispiel auch Sinn, weil die im Wettkampf einfach unten eine Sekunde halten müssen, bevor sie rausdrücken dürfen. Sollte man also im Training einbauen. Ich würde also immer gucken, was ist der Sinn der Übung? Möchte ich meine Technik damit verbessern? Möchte ich stabiler werden? Möchte ich möglichst eine komplexe Technik mit viel Gewicht haben? Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich lohnt es sich zu sagen, kontrolliert und langsam absenken. Nicht super slow, aber kontrolliert und langsam. Und also ich sage mal lieber kontrolliert als langsam, das trifft es vom Wort her vielleicht besser. Und dann eben explosiv wieder nach oben. Das muss auch nicht super explosiv sein, aber nach oben sollte man jetzt nicht zu lange brauchen, da verliert man so zu viel Kraft. Also kontrolliert absenken, schnell wieder nach oben. Das ist so ein Grundschema, was grundsätzlich immer gut ist. Wenn ich zum Beispiel eine Isolationsübung habe, dann kann ich auch da wieder ausbrechen und sagen, ich mache es komplett konstant. Also ich könnte zum Beispiel sagen, bei einem Bizeps-Curl gehe ich 2 Sekunden auch nach oben und 2 Sekunden nach unten und wieder 2 Sekunden nach oben. Ja, jetzt kann ich auch sagen, hey, ich halte es oben noch eine Sekunde in der Spannung. Also 2 Sekunden runter, 2 Sekunden direkt hoch ohne Pause, hier 1-2 Sekunden auf Spannung halten, dann wieder 2 Sekunden runter, 2 Sekunden hoch, wieder halten, wieder runter, wieder hoch. Ihr versteht das Konzept. Aber
Wie gesagt, guckt hier einfach nach der Übung. Je leichter die Übung ist, je weniger Muskeln involviert sind, je leichter die Technik ist, desto länger kann man auch mal die konzentrische Phase machen und desto durchgehender kann man die Wiederholungen machen, ohne Pause zwischen den Wiederholungen. Und wenn ich eben mehr Gewicht habe, komplexere Übungen habe, dann würde ich eher nach dem Schema gehen zu sagen, kontrolliert runter, explosiv und schnell raus und vielleicht ein, zwei Sekunden durchatmen bis zur nächsten Wiederholung. Wie gesagt, eine gezielte Pause würde ich immer nur machen, da wo Bedarf ist. Sonst muss man jetzt nicht immer irgendwo am untersten Punkt halten. Man kann es aber gezielt nutzen, um eben Schwachstellen auszumerzen. Gut, ich hoffe, das war nochmal spannend. Wenn noch Fragen zu dem Thema sind, schreibt sie mir in die Kommentare. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, wenn du es noch nicht hast. Und ich denke, diese Reihe zum Thema, wie sollte eine Wiederholung aufgebaut sein, wie viele brauchen wir, wie lang sind die und wie sieht die einzelne Phase aus, das sind wir ganz gut durchgegangen. Wenn sonst noch Fragen dazu sind, wie gesagt, schreib sie rein. Und wenn noch andere Themenwünsche sind, schreib natürlich auch die gern rein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin.